meine lieben Bastelfreunde, ich wollte euch heute mein Update geben über meinen Kalender. Die Außenseiten, wie ihr seht, habe ich noch überhaupt noch nichts gemacht. Ich habe mich erstmal ins Innenleben gestürzt. Die vier Divider hatte ich ja euch schon gezeigt. Das ist hier der erste. Der wird auch vorne bleiben, finde ich ganz gut. So, und das sind jetzt die Papiere, die da mitgeliefert wurden. Und ich hatte eigentlich vor, die ganzen Seiten jeder anders zu gestalten, ganz individuell. Mal mit Kleber, mal mit Washi-Tape, mal mit Stempelabdrücken und so weiter und so fort. Und wollte halt auch auf jede Seite ganz individuell das Datum raufschreiben. Und musste dann ganz schnell feststellen, dass das durchschreibt. Seht ihr das hier oben? Das scheint durch. Und das kann ich nun gar nicht leiden. Wenn ich auf der anderen Seite noch sehe, was ich da geschrieben hatte. Also ist es jetzt so, dass ich nur die erste Seite dieses Papier benutzt habe. Es ist sehr dünn, also ich mag das Papier, das ist ein schönes glattes Papier, aber eben zu dünn. So, und dann habe ich angefangen und habe ganz einfach Designerpapiere genommen, was ich noch so hatte. Es fällt einem immer schwer, einen 12-Inch mal 12-Inch Bogen zu zerschneiden. Aber ich habe es gemacht. Ich habe mich getraut und habe es gemacht. Ja, und habe dann halt angefangen und Designerpapiere genommen. Habe auch ein paar Mal zwischendurch immer mein, ich nenne es jetzt mal Layout, umgestellt. Also hier hatte ich noch 3 auf der Vorderseite und 4 auf der Rückseite. Hier bei dem Papier auch noch. Wie gesagt, ich habe jedes Papier ein bisschen anders gestaltet oder versucht anders zu gestalten. Ich habe jetzt dieses mitgelieferte Papier, hier ist es liniertes, ausgeschnitten oder mir zurechtgeschnitten, um dass ich darauf halt schreiben kann. Und ja, wie ihr seht, habe ich dann einfach also die Tage richtig runtergeschrieben mit der Hand. Ja, so weiter. Dann habe ich angefangen, das umzustellen auf 4 auf der Vorderseite. Also es ist immer so, dass ich 7 auf einer Seite, also ich immer eine Woche auf einer Doppelseite habe. Aber das habe ich dann auch nicht lange beibehalten, weil die Vorderseite eigentlich die schönere im größten Teil ist. Und deswegen habe ich es dann nachher wieder umgestellt auf 3-4 anstatt auf 4-3. Das ist jetzt so eine Rückseite, die ist nicht ganz so. Da wird bestimmt noch das eine oder andere passieren. Und ja, genau wie hier. Am Anfang habe ich viel Designerpapiere genommen, die auf der Rückseite weiß sind. Das fand ich erst ganz gut, weil dann kann man direkt drauf schreiben. Hat mir aber dann nachher nicht mehr so gut gefallen und ich habe dann angefangen, ich werde mal dahin blättern, habe dann angefangen, doppelseitiges Papier zu benutzen, so wie hier, so eine Seite. Die gefällt mir zum Beispiel total gut. Das ist jetzt März, ein schönes Designerpapier, noch ein paar Aufkleber drauf. Rückseite ganz anders gestaltet, andere Aufkleber, 4 Tage. Achso, hier ist der nächste Divider. Dann fängt hier der April zum Beispiel an mit 3 auf der Vorderseite und 4 auf der Rückseite. Wie gesagt, ich habe die immer mal ein bisschen umgestaltet, mal einzeln ausgeschnitten wie hier. Mal Zweierblöcke oder Dreierblock wie hier. Das ist wie gesagt das Papier aus dem, was im Kalender mitgeliefert wurde. Ja, und habe dann so nach und nach mir die Seiten gestaltet. Hier fängt jetzt der Mai an. Und so habe ich dann das ganze nächste Jahr über immer jeden Tag unten Designerpapier sehe ich denn. Und das finde ich ganz gut. Das gefällt mir wirklich gut. Lässt auch noch viel Spielraum, um drin rumzukrekeln, krakeln, malen, stempeln, kleben, was auch immer. Da freue ich mich drauf. Ja, mehr gibt es eigentlich erstmal nicht dazu zu sagen. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich bin, glaube ich, irgendwann im Juni oder Juli. Den Juli habe ich auf jeden Fall noch angefangen, wie ihr hier seht. Und ja, zum Beispiel hier habe ich gar nichts weitergemacht. Also hier habe ich bloß das Datum hingeschrieben, Montag, 4.7. Ein bisschen gestempelt. Die Stempel werde ich dann bestimmt irgendwann noch ausmalen. Aber jetzt hier nicht irgendwo, wo ich genau den Platz dafür habe. Das muss ich dann sehen, wenn ich es dann fülle. Hier habe ich dann wieder für jeden Tag so ein
Kästchen ausgeschnitten mit liniertem Papier. Hier habe ich auch drauf rumgestempelt, da werde ich dann auf die Stempel schreiben. Das ist ja dann egal, muss man halt einen dunklen Kugelschreiber oder Stift nehmen. Ja, also hat mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. August habe ich auch schon angefangen, aber noch nicht beendet. Genau, August, bis zum 4. August bin ich noch gekommen. Und ja, jetzt muss ich natürlich noch weitermachen. Und bin ganz gespannt, hier zum Beispiel finde ich auch ganz, werde ich dann irgendwann mal ausmalen. Und bin gespannt, was mir da noch so zu einfällt. So finde ich es erstmal ganz witzig. Es wird natürlich dadurch sehr dick werden, mein Kalender, aber das ist auch nicht weiter schlimm, finde ich. Ich habe ja immer gerne dicke Kalender, damit man sie in der Handtasche gleich findet. Ja, das war mein kurzes Update zu meinem Kalender aus dem nächsten Jahr. Ich werde euch dann noch irgendwann zeigen, wie ich die Außenseiten, da will ich auf jeden Fall noch irgendwas machen, was weiß ich noch nicht. Deswegen sehen die noch so aus, wie sie aussahen. Aber wenn mir was Passendes dazu eingefallen ist, werdet ihr das von mir sehen. Ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn, tschüss!